klar war das schon ein bisschen ein turbulentes Jahr. Mit viel hin und her und auch gerade wegen meiner Verletzung. Aber im Endeffekt bin ich einfach riesenfroh darüber, dass alles geklappt hat. Servus. Mein Name ist Leroy Sané, bin geboren in Essen und meine Position ist Außenstürmer. Meine Lieblingsposition ist natürlich schon rechts, aber links spiele ich eigentlich genauso gerne, also beide Seiten passt es. Ich habe mir nie wirklich Druck selber gemacht, denn ich habe versucht halt immer hart damit zu arbeiten, zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Ich habe angefangen bei Wattenscheid 09, habe dann da für ein paar Jahre gespielt und bin dann in die Jugend gewechselt von Schalke 04. Habe dort dann erst 3 Jahre gespielt und bin zwischenzeitlich zu Bayer Leverkusen gewechselt, auch nochmal für 3 Jahre. Dann nochmal wieder zurück zum FC Schalke 04 und dann von dort aus in die Jugend zu der ersten Mannschaft. Habe dort mein Profidebüt gegeben und bin dann von Schalke 04 nach Manchester City, nach England gereist und habe dort 4 Jahre verbracht. Und jetzt bin ich ja, beim FC Bayern München. Gerade bei Leverkusen, bei der Zeit, wo ich dort war, die 3 Jahre, hatten wir immer ein sehr intensives und hartes Training, mussten uns an vielen Regeln halten. Und da fing es halt an in der Jugend, wo man schon darauf geachtet hat, wegen Disziplin. Und dann muss ich sagen, ja, auf jeden Fall die Zeit beim FC Schalke 04 unter Norbert Elgert. Die Zeit und die 2 Jahre haben mich natürlich auch sehr geprägt, sehr, sehr viel gelernt. Seit der 5. Klasse kenne ich Leon Goretzka schon. Wir sind auf derselben Schule auch gegangen. Deswegen muss ich da sagen, da ist schon die engste Bindung von allen mit dabei, weil wir uns schon sehr, sehr lange kennen. Wir haben gegeneinander gespielt, haben miteinander gespielt. Ich verstehe mich auch sehr gut mit Jo Kimmich, Serge Gnabry, Jerome Boateng, die ich jetzt auch schon einige Jahre kenne. Und ja, na klar, sind da noch einige mehr, mit denen ich auch schon zusammengespielt habe und komme schon auf einige Anzahl dazu, die ich ja, schon etwas länger kenne. Hätte das eine oder andere vielleicht ein bisschen besser aufpassen müssen in der Schule. Ich durfte noch mal eine Ehrenrunde machen, was ich nur jedem raten kann, gut aufzupassen und ja, einen guten Schulabschluss zu haben. Mein Vater hat generell halt immer Tipps gegeben, aber nie irgendwie Druck oder sonst etwas gemacht. Wollte auch, dass ich nur Spaß hatte am Fußballspielen, das war für ihn das Wichtigste. Und jetzt reden wir nicht mehr viel, was ich besser machen kann oder nicht. Er freut sich halt einfach, wenn er die Spiele schauen kann. Ich denke, das ist so in meinem Spiel schon mit eingebunden. Mein Dribbling, ich denke, das kommt halt einfach darüber. Da sind halt gerade im Offensiv- oder im offensiven Mittelfeldbereich Spieler, die über Dribblings auch kommen. Und ich denke, das ist, was Fußball auch noch so ein bisschen auch noch besonders macht und die viele Fans auch lieben, es zu sehen, vor allem wenn es dann auch noch klappt. Im Endeffekt ist für mich das Ziel, immer gut zu spielen und die einfache Lösung immer als erstes wählen, wenn ich ins Dribbling gehen muss oder ich kann ins Dribbling gehen. Und wir können dadurch ein Tor erzielen oder sonst etwas. Im Endeffekt ist mein Spiel eigentlich
so ausgelegt, der Mannschaft immer zu helfen. Der August war natürlich besonders, weil da dann auch alles über die Bühne ging. Ich dann auch endlich nach München reisen konnte und einen Vertrag und einen Medizincheck machen durfte. Na klar, war das schon ein bisschen ein turbulentes Jahr mit viel hin und her und auch gerade wegen meiner Verletzung. Aber im Endeffekt bin ich einfach riesenfroh darüber, dass alles geklappt hat. Na klar, ist man frustriert darüber, vor allem wenn man dann schon weiß, das ist eine schwere Verletzung und man braucht ja, Monate, um wieder zurück und auf den Platz zu spielen und wieder spielen zu dürfen. Aber ich denke, ab einem gewissen Zeitpunkt oder bei mir war es relativ schnell klar, ich muss jetzt nach vorne schauen. Für mich ist jetzt nur noch mein Knie und die Reha am wichtigsten, um wieder gut zurückzukommen, um auch an meinen Schwächen arbeiten zu können, um an meinem Knie hart zu arbeiten und dann wieder topfit zurückzukommen. So fühle ich mich super wohl. Meine Familie, Freundinnen und Kinder, die mögen München auch sehr, was mich natürlich auch nochmal sehr freut, dass sie sich hier auch wohlfühlen. Und ja, wir warten einfach nur darauf und freuen uns darauf, dass für mich die neue Saison beginnt und das kann ich kaum abwarten. Ich denke hier, gerade weil es der FC Bayern ist, ist es auf jeden Fall ja, alle Titel zu gewinnen, die man gewinnen kann. Persönlich ist auch mein Ziel, eine sehr, sehr gute Saison zu spielen und am Ende hin ja, die meisten Titel in der Hand zu haben, die wir gewinnen können über die Saison.